meine Damen und Herren, wir haben ein Rating-System hier installiert und Sie können alle Sessions des ITB-Kongresses raten. Das finden Sie in der App. Wenn Sie die jeweilige Session anklicken, können Sie sie bewerten und wir würden uns freuen, wenn Sie für die kommenden Sessions heute und in den nächsten Tagen dieses Rating-System nutzen. Meine Damen und Herren, die Weltordnung scheint zu zerfallen, sich aufzulösen. Es gibt zunehmend mehr regionale Hotspots, es gibt zunehmend mehr Anschläge und Angst und vieles, was galt, scheint nicht mehr zu gelten. Die Stabilität der Weltordnung ist in Gefahr. In einer Zeit der Unordnung der Welt, wenn man so will, macht natürlich auch der Tourismus einen Wandel durch. Wo sind die schwierigsten Hotspots? Wo sind die geopolitischen Schwerpunkte? Wie ist es möglich, eine stabile Ordnung wieder zu etablieren? Bevor wir heute den ersten Redner hören, möchte ich eine erste Frage stellen, damit wir das Rating-System auch mal testen können. Bitte projizieren Sie doch mal die erste Echtzeitfrage zur Abstimmung. Die Weltordnung scheint derzeit aus den Fugen zu geraten. Welche Auswirkungen auf die globale Reisebranche sehen Sie? Und bitte geben Sie nur eine Antwort. Erstens, deutliche Auswirkungen. Zweitens, keine deutlichen Auswirkungen. Und drittens, nicht stärker als gewohnt. Please vote now with the remote control. Bitte stimmen Sie jetzt ab mit den kleinen Geräten, die auf Ihrem Sitz lagen. This is a clear vote. Ja, das ist doch eine ganz klare Aussage. 75% sagen, das wird signifikante Konsequenzen haben. Was heißt, dass wir hier das richtige Thema gewählt haben für den ITB-Kongress? Meine Damen und Herren, wir freuen uns und wir sind stolz darauf, unseren ersten Keynote-Speaker zu begrüßen, Herrn John Christian Kornbluh, Senior Counselor und ehemaliger US-Botschafter in Deutschland. Er ist einer der führenden Experten für transatlantische Fragen. Er war 35 Jahre für das State Department und in Europa tätig. Er hat sich spezialisiert auf europäische und Ost-West-Beziehungen und hat eine Vielzahl von bedeutenden Phasen der Geschichte erlebt, bis hin zum Fall der Mauer. Seit 1997 bis 2001 war er als US-Botschafter in Deutschland. Seitdem ist er ein gefragter Berater, Kommentator und Redner in Europa und den USA. Er hat eine Vielzahl von Preisen erhalten und ist vor allen Dingen bekannt für seine aktuellen TV-Kommentare zu den Konsequenzen der Globalisierung auf beiden Seiten des Atlantiks. Und er ist heute hier, um die Keynote-Speech zu halten. Wir freuen uns sehr, dass Sie der Hauptredner des ITB-Kongresses in diesem Jahr sind. Und es wäre kein besserer geeignet als Sie, um zu unserem ersten Thema zu sprechen. Die neue Ära der Unordnung in der Welt, die Vervielfachung der Krisen. Bitte schön. Herr Kornbluh, herzlich willkommen. Danke. Thank you very much, Professor Conradi. Herzlichen Dank, Professor Conradi. Ich freue mich sehr über die Einladung zu dieser bedeutenden Veranstaltung. Das zeigt, wie viel Veränderung wir erleben. Ich war sehr aktiv bei der ITB vor vielen Jahren, als Berlin noch eine geteilte Stadt war.
Und als es so wichtig war, diese Verbindung zur Außenwelt zu haben, die ITB war diese Verbindung. Und es war nicht nur eine interessante kulturelle oder wirtschaftliche Erfahrung, sondern es ging für die Westsektoren Berlins ums Überleben. Heute, viele Jahre später, ist die ITB nach wie vor die lebendigste Tourismusmesse und der lebendigste Tourismuskongress der Welt. Aber Berlin spielt eine ganz andere Rolle, ist zum Zentrum eines sich schnell integrierenden Europas in der Welt geworden. Gleichzeitig manifestiert das aber auch, wie groß der Wandel ist, den Professor Conradi angesprochen hat. Ich habe heute Vormittag mal einen Blick auf Ihr Programm geworfen und ich sehe, dass die meisten Themen, die der Future Day heute diskutiert, Themen sind, die auch ich ansprechen möchte. Denn es ist wahr, die Dinge ändern sich schnell, aber wir sollten nicht in Panik geraten. Insbesondere gilt das für die Tourismus- und Reisebranche. Hier gilt es zu verstehen, wie wichtig es ist, dass man in der Welt weiter auch so leben kann, wie man lange schon in ihr gelebt hat. Dennoch ist das natürlich eine große Herausforderung und es wird insofern ganz wichtig sein, dass wir begreifen, was dieser Wandel überhaupt ist und wie er sich gestaltet. Ich habe meinen Vortrag heute orientiert an 5 wichtigen Fragen. Und es ist ja wichtig, dass wir wissen, welche Fragen wir stellen müssen. Wir haben noch nicht alle Antworten auf all diese Fragen. Und einige werden wir vielleicht auch erst in den nächsten Jahren haben. Aber ich habe als Diplomat gelernt, dass, wenn man die richtigen Fragen stellt, man möglicherweise auch die richtigen Antworten bekommt. Oder wahrscheinlicher bekommt man diese Antworten. Also die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, warum? Warum passiert das? Ein paar von Ihnen werden vielleicht noch erinnern, dass ein amerikanischer Professor vor 25 Jahren ein Buch schrieb mit dem Titel The End of History. Er war davon überzeugt, dass das Ende des Kalten Krieges das Ende der Geschichte bedeuten würde. Insofern, als hier der Handel sich öffnen würde und Reisen möglich wäre. Und das zeigt auch mal, wie schnell sich die Dinge verändern. Denn dieses Buch wurde bereits geschrieben, bevor das Internet erfunden worden war. Und da sah er bereits eine Welt, die sich veränderte, und zwar positiv veränderte, wobei er gar nicht verstehen konnte damals, was die digitale Revolution eigentlich ist. Und ich glaube, das ist einer der Gründe für die Unruhen, die wir heute erleben. Es ist aber sicherlich nicht so, dass wir das Ende der Geschichte erreicht hätten. Die Geschichte bewegt sich weiter und zwar schneller als je zuvor. Aber die fundamentalen Veränderungen realisieren wir im Laufe der Zeit. Ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute, vor allen Dingen gekennzeichnet durch einen massiven, tiefgreifenden technischen Wandel. Bereits 2004, also vor 13 Jahren, beschrieb der US National Intelligence Council die Digitalisierung als einen alles übergreifenden Megatrend und als eine ubiquitäre Kraft, die alle anderen globalen Trends der Welt im Jahr 2020 grundlegend prägen wird. Das ist sicherlich richtig, aber wir sehen in Amerika, in Europa und in anderen Teilen der Welt, dass Gesellschaften und die Politiker sich an diesen Wandel noch nicht angefasst haben bzw. nicht adäquat reagieren. Was sie tun und sagen, ist im Grunde das, was sie auch unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben. Das heißt, ihre Grundlagen haben sie nie in Frage gestellt. Die Grundlagen, die sie festlegten nach dem Krieg, festgeschrieben in Vereinbarungen und Abkommen, an die sich alle halten sollen. Das ist ein gutes Prozedere und ein gutes System gewesen für eine lange Zeit. Und unabhängig von den Krisen und von den Veränderungen, die wir heute erleben, leben wir ja heute tatsächlich in einer offeneren und auch friedlicheren Welt. Das klingt vielleicht seltsam, wenn ich das sage, aber schauen Sie sich mal die Statistiken an, die die verschiedenen Institutionen aufstellen. Dann sehen Sie, dass wir heute weniger Konflikte in der Welt haben als vor 25 Jahren.
und sogar noch weniger als vor 30 oder 35 Jahren. Das bedeutet, dass sich die Welt positiv entwickelt, fraglos. Aber es gibt natürlich die Hochs und Tiefs, es gibt die Konflikte, es gibt Streit und manchmal gibt es ganz schreckliche Gewalt auch. Und das geht so schnell. Es geht einfach zu schnell, als dass unser politisches System mithalten könnte. Und das gilt nicht nur für ein Land, das gilt für alle Länder der Welt. Es gab im letzten Herbst Wahlen in den USA, wie Sie vielleicht gehört haben. Es ist ein neuer Präsident gewählt worden. Er heißt Donald Trump. Ein Deutsch-Amerikaner, möchte ich hier für dieses Publikum sagen. Ein Deutsch-Amerikaner, ja. Und vielleicht wollen die Deutschen einmal nachfragen, wo er alle seine Tricks gelernt hat. Er ist kein Politiker, Trump. Aber er ist ein Meister der Populärkultur. Und das ist er schon seit vielen Jahren. Und das ist auch für Ihre Branche ganz wichtig, dass Sie das verstehen. Viele der Trends, die wir beobachten, viele der Verhaltensformen, die wir beobachten heute, sind nicht auf das zurückzuführen, was Wissenschaftler, Hochschulprofessoren oder andere Eminenzen sagen, sondern basiert auf dem, was wir als Populärkultur bezeichnen können. Und das ist natürlich auch ein ganz relevanter Faktor für die Reise- und Hospitality-Branche. Trump hat sehr früh schon gelernt, auch über seine TV-Auftritte, wie man Kultur misst und einordnet. Sein kontroverser Wahlsieg über Hillary Clinton muss insofern auch gesehen werden im Licht der Primaries, also der innerparteilichen Vorwahlen. Und da hat Trump 17 andere republikanische Kandidaten geschlagen. Es war also nicht nur sein Sieg über Hillary Clinton, sondern ein innerparteilicher Sieg. Und die Menschen in den USA, alte, junge Männer, Frauen, Afro-Americans, Hispanics und andere, sind hier Faktoren. Offenbar herrscht das Gefühl, dass zu viel Wandel im Land die Menschen zu stark forderte. Überwältigend war der erste afroamerikanische Präsident, den viele als eine ganz positive Sache sahen. Aber es gab eben auch die, die das nicht als positiv betrachtet haben. Oder zum Beispiel die Legalisierung homosexueller Ehen oder die Legalisierung von Marihuana. Das ist etwas, was viele Amerikaner und Amerikanerinnen beunruhigt hat. Und es gab zunehmend das Gefühl von Unzufriedenheit in der Gesellschaft und vor allen Dingen das Gefühl, dass die Globalisierung ihr Leben so veränderte, wie sie es nicht geändert sehen wollten. Das, was gewiss schien, gab es plötzlich nicht mehr. Alte Branchen verschwanden, neue, die sie nicht verstehen, traten auf den Plan. Trump gewann über Hillary Clinton, eine der ehrenwertesten Politikerinnen der USA. Das möchte ich wirklich betonen. Aber er besiegte sie auch, weil er eine ganz andere Message in den Raum gestellt hat, dem Land übermittelt hat als sie. Sie konnte nichts entgegnen gegenüber seinen Beleidigungen, seinen Vorwürfen und dieser Aufregung, die er präsentierte. Sie stand da mit ihrem guten Benehmen, genau das, was man gerne bei seinem Schwiegersohn oder seiner Schwiegertochter sehen möchte. Aber er schlug sie, er war stärker, weil er eben so viele Menschen hinter sich hatte, die, wie er, davon überzeugt waren oder ihm glaubten, dass die Globalisierung das Land ruiniert. Das ist einfach so das Fakt für sie gewesen. Wir sehen das also in Amerika, wir sehen das auch in Europa und in anderen Teilen in der Welt. Und ihre Branche ist weltweit aktiv, schickt Menschen überall in die Welt. Und insofern ist es ganz wichtig, dass sie verstehen, was unter der Oberfläche passiert, was Veränderung bedeutet.
Und ich habe Ihr Programm mal angeschaut. Sie haben tatsächlich all die wichtigen Themen auf der Tagesordnung, Themen, die wir verstehen müssen. Wir müssen tatsächlich begreifen, dass es hier nicht um Ideologie geht. Es geht auch hier nicht um Religion oder um ethnische Fragen oder Rassenfragen, unabhängig davon, dass es in vielen Ländern der Welt heute tatsächlich auch einen sehr starken muslimischen Widerstand gegen Veränderungen gibt. Aber es ist nicht inhärent religiös. Es ist um es geht um die Veränderung innerhalb der Gesellschaften. Es geht um einen Gezeitenwechsel, wenn man so will. Und das muss man begreifen. So viel zum Status quo. Zur Frage der Zukunft. Wie wird sie aussehen? Das ist die zweite Frage, die ich hier kurz ansprechen möchte. Es wird zunehmend mehr Veränderung geben. Und Albert Chuff, einer der Futurologen der USA, sagte bereits vor 40 Jahren, dass zu viel Veränderung uns psychologisch überlastet, zu viel ist für uns und die Gesellschaft letztendlich in eine sehr schwierige Lage bringt. Das erinnert Sie vielleicht an die Touristen, die Sie durch die Welt reisen sehen. Aber es geht nicht nur um die Touristen, es geht auch um die politischen Führer der westlichen Welt, jedenfalls um einige. Wir leiden, wenn man so will, kollektiv mittlerweile an einem posttraumatischen Schock-Disorder. Also Alvin Toffler in seinem Klassiker aus dem Jahr 1970, Future Shock, hat das schon sehr gut beschrieben. Und auch François-Henri Pinault, der CEO der französischen PPR Group, hat recht, wenn er sagt, wir treten ein ins Zeitalter der Irrationalität. Wir stehen am Anfang eines gesellschaftlichen Trends und eines Wertewandels, der sich noch über Jahre fortsetzen wird. Denn auch das Zeitalter der Irrationalität hat ja über ein Jahrhundert gedauert. Das postfaktische Zeitalter, sagt die Presse, das ist ja auch zum Wort des Jahres geworden, oder Falschmeldungen, Fake News oder Hacking, all diese Begriffe zeigen, dass es hier ein Element von Subjektivität und Irrationalität gibt, das unser politisches Leben dominiert. Trump ist berühmt geworden durch seine mutige und extrem intolerante Behandlung der Kandidaten in seiner Reality-Show The Apprentice. Da ging es darum, dass sich jemand bewirbt beim Unternehmen Trump und dann geprüft wird. Und wenn das nicht klappt, wenn die Leute nicht geeignet sind, dann heißt es, you're fired. Du bist gefeuert. Das ist sozusagen zum nationalen Slogan geworden. Und Trump sagte das immer und immer wieder und etablierte damit im Denken der anderen und auch in seinem eigenen Denken ein Gefühl dafür, dass einfache Lösungen, einfache dramatische Lösungen besser sind als lange auf Vernunft basierende Erörterungen oder Diskussionen. Und mit dem Zusammenbruch der Nachkriegsordnung sehen wir zunehmend, dass die Emotionen die Vernunft ersetzen. Wir beobachten das weltweit, nicht nur in den USA. Wir haben eine zunehmende Schwächung der politischen Parteien. Wir sehen zunehmend mehr lokalen Patriotismus. Wir sehen zunehmend mehr Ignoranz gegenüber Fakten. Aber die Daten stehen ganz oben. Und ich möchte niemandem hier auf die Füße treten, wenn ich sage, dass es auch nicht die Consultants sein werden, die Leute, die 500-seitige Studien erstellen, damit ein Unternehmen weiß, wie die Toiletten im Gebäude am besten zu sanieren sind, sondern es werden diejenigen sein, die die Daten liefern, die wissen, wer wann wohin reist, mit welcher Airline wohin fliegt und so weiter. Das sind sozusagen die Services der Zukunft.
Satya Nadella. Ursprünglich vom indischen Subkontinent, heute CEO von Microsoft, sagte kürzlich, wir werden in den nächsten 10 Jahren einen Punkt erreichen, an dem praktisch alles digital sein wird. Und ich glaube, das ist richtig, denn wir haben gigantische Datenströme schon heute und das Top-Down-Management, die Struktur, das System, das für die verschiedenen Industriezweige im 19. Jahrhundert entwickelt wurde und auch für die Regierungen, wird nicht länger das Wissensmonopol haben. Die Autoritätskette, die Organisationsstruktur wird sich verflachen. Denn in einer digitalen Welt hat jeder Zugriff auf die gleichen Daten. Es sind also nicht länger nur die Bosse, die Firmenchefs oder vielleicht noch ihre Stellvertreter, die Zugriff auf diese Daten haben. Jeder kann Experte für alles werden. Was nicht bedeutet, dass jeder Recht haben wird oder effizient sein wird. Aber es bedeutet, dass die Autorität von hartem Management, und das beinhaltet durchaus auch die Bundeskanzlerin oder den Präsidenten der USA, nicht mehr die Autorität haben werden, die sie einst hatten. Und die Einheit des Entscheidungstreffens und die Einheit der internationalen Auseinandersetzung wird sich verändern. Und wenn wir die Regierungen anschauen, die in der Vergangenheit immer auch die Aufgabe hatten, die Zukunft zu definieren, werden sich bemühen müssen, hier Schritt zu halten. Das gilt für Sie, das gilt für die Wirtschaft. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass natürlich Ihre Branche ganz stark betroffen wurde, auch von den Verwerfungen und Veränderungsprozessen der letzten Jahre. Sie haben ja auch einige Diskussionen hier auf der Tagesordnung zum Thema Terrorismus und Sicherheit. Aber es geht natürlich auch immer wieder um das Aufkommen und Verschwinden von Branchen und den Aufstieg und Untergang von Nationen. Digitalisierung und Globalisierung werden dramatische Konsequenzen für Ihre Branche haben. Die neuen Worte von heute, wie zum Beispiel Global Supply Chains oder Integrated Digital Networks, beschreiben genau diese neue Welt, die um uns herum entsteht. Und ich sehe keinen Grund, warum dieser Trend sich ändern sollte oder warum letztendlich die Entwicklung einem anderen Muster folgen sollte als diesem. Nun, wenn das alles richtig ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wer wird hier auf der Gewinnerseite stehen und wer wird der Verlierer sein? Und hier kommt es zur Kollision von Vergangenheit und Zukunft, denn die Trumps und die Le Pens und die Brexit-Leute sind eigentlich Leute, die keine Veränderung wollen. Sie kriegen Unterstützung, sie kriegen ihre Stimmen von Leuten, die sich als Globalisierungsverlierer fühlen. Aber, und das haben Sie sicherlich von anderen schon gehört, sie können dennoch den Wandel nicht stoppen. Denn das Wohlergehen der Länder wird zunehmend davon abhängig sein, dass sich permanent verändernde politische und wirtschaftliche Bündnisse geschlossen werden von digitalen Netzen, denen sich einzelne Akteure beliebig anschließen können oder aus denen sie sich herausbegeben können. Egal, welche Länder man hier konkret meint oder egal, wohin man schaut, wo versucht wird, sich abzuschotten, Russland, China, Indien, das wird nicht funktionieren und wir werden in den kommenden Jahren immer wieder eine ganze Reihe von Argumenten hören, die nicht immer logisch oder leicht zu verstehen sein werden. Und dennoch müssen wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Ein Beispiel, Cornwall in England. Das ist da, wo meine Großeltern geboren wurden und ich bin stolz darauf. Ich kenne diese Gegend gut. Cornwall ist dank umfänglicher EU-Subventionen, 250 Millionen Pfund, zum Silicon Valley von England geworden. Beim Brexit-Referendum hätte man also erwarten können, dass Cornwall mehrheitlich dafür abstimmt,
in der EU zu bleiben, aber unabhängig von der Tatsache, dass es EU-Subventionen waren, die diese Region stark und reich gemacht haben, stimmten die Bürger und Bürgerinnen von Cornwall zu 65% dafür, die EU zu verlassen. Ein anderes Beispiel sind auch diejenigen, die in den USA Trump gewählt haben. Wir müssen also diese allgemeinen Trends verstehen, um zu begreifen, worum es geht. In den USA, in Großbritannien und weltweit. Ein anderes Beispiel. Detroit, meine Heimat. Wenn Sie da mal waren, dann wissen Sie, dass die Globalisierung und die Digitalisierung dazu geführt haben, dass Detroit zu einer der zerstörtesten Städte der Welt geworden ist. Dort wurden Autos gebaut. Es war eine Stadt, in der die Automobilindustrie ganz stark war. Und die Automobilbranche boomt weltweit. Und dennoch ist die Hauptstadt der Automobilbranche dahingeschwunden. Warum? Das, was angeboten wurde, ist nicht mehr das, was gefordert war. Das kleine Land Estland an der Ostsee im Baltikum ist zu einem digitalen Powerhouse der Welt geworden. Mit 1,1 Million Einwohnern hat dieses Land eine politische Elite, die verstanden hat, dass wir mit der Digitalisierung leben müssen. Und insofern ist Estland heute eines der mächtigsten digitalen Länder oder eine mächtige digitale Nation in der Welt. Das muss man begreifen. Wir müssen verstehen, dass in Zukunft es viel wichtiger wird, wer die digitale Welt managt. Es geht also nicht mehr darum, wer am lautesten schreit und wer sich am ehesten präsentieren kann als der Größte, sondern es geht darum, dass tatsächlich jemand in der Lage ist, die Digitalisierung zu managen. Technologie, Technik wird niemals Menschen ersetzen. Und dennoch ist es ganz wichtig für Ihre Branche, diese verschiedenen Technologien miteinander zu verbinden, denn sie bieten Chancen, was Spannendes, Entspannung, und sie bringen Menschen an andere Orte und sie sorgen für die Begegnung von Menschen. Und insofern können Sie in Ihrer Branche durchaus all die Dinge begreifen, die Sie begreifen müssen, und werden dann sicherlich zu den Gewinnern in Zukunft gehören. Was folgt daraus? Erstens, wir dürfen nicht überreagieren, denn all das ist nicht das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Zweitens, so schlecht sieht es in der Welt gar nicht aus. Das Ganze ist eigentlich ganz positiv. Wirtschaftswachstum ist zunehmend wieder festzustellen. Aber wir haben dennoch Schwierigkeiten zu begreifen, was passiert. Das, was passiert, sieht aus wie Chaos. Aber wir müssen tatsächlich beschreiben, was passiert, sonst können wir es nicht begreifen, und dafür brauchen wir auch neue Worte. Wir brauchen ein neues Vokabular. Und da ist der Begriff Wert und Werte ein Schlüsselbegriff. Die Branche, die Wert oder Werte liefert, wird erfolgreich sein. Und ein gutes Beispiel bietet hier wiederum die Digitalbranche. Yahoo war einer der Pioniere in dieser Branche. Yahoo ist am Ende gescheitert. Nicht wegen Geld, sondern weil dieses Unternehmen einfach keinen Wert geliefert hat. Niemand wollte das Produkt kaufen. Und Yahoo wurde kürzlich verkauft. Ich glaube, es gehört jetzt zu AT&T oder Verizon. Also, da war Geld, aber niemand glaubte an den Wert der Marke. Und das Gleiche kann durchaus auch in der Tourismusbranche passieren und sonst wo. Das heißt, es geht nicht darum, dass man zeigt, dass man groß ist oder sich als groß und aufregend und spannend präsentiert, sondern man muss auch einen Wert darstellen oder besser noch Werte. Wir beginnen, uns in eine Welt der Daten hineinzubegeben. Und diese Welt
muss einen Wert haben. Wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen und warum wir Dinge machen, haben wir keine moralische Grundlage. Und das führt ins Chaos. Aber positive Interaktion kann dazu führen, dass wir wissen, wo es lang gehen könnte. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Orientierung. Sonst wird es chaotisch. Und ich glaube, dass die westlichen Werte die beste Grundlage sind für eine solche Welt. Warum? Sie funktionieren. Sie bieten Offenheit, sie bieten Chancen, sie bieten Gerechtigkeit und sie bieten eine Möglichkeit für den Fortschritt. Aber es gibt auch andere Werte in der Welt und darüber müssen wir sprechen. Ich glaube, einer der Gründe, warum Trump gewonnen hat, ist, dass Obama dieses Thema nicht berücksichtigt hat. Und so haben wir am Ende diesen emotionalen Gegner gegen die Globalisierung zum Präsidenten bekommen. Obama hat es nicht geschafft, eine positive Erzählung für das digitale Zeitalter zu präsentieren, kein positives Narrativ präsentiert. Wir sind mit dieser und vielen anderen Herausforderungen konfrontiert. Stellen wir uns ihnen. Dankeschön.